Deutschland verrecke. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Sind das Meinungen von einer kleinen antideutschen Minderheit oder gibt es bereits einen antideutschen Mainstream in Deutschland? I have a dream. Ich bin ein Berliner. Hier stehen keine fremden Feinde, hier stehen Inländerfeinde. Es ist eine arabische muslimische Invasion und diese Männer gehen einfach schwul zur Arbeit. Weil die einen reden über Emanzipation und die anderen reden über Tampons auf Männerklos. Herzlich willkommen zu Freies Schnauze, dem politinkorrekten Talk mit Hagen Grell. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Talk mit Gerhard Wisniewski, Autor und Journalist. Danke, dass du mit mir sprichst über dieses Thema. Gerne. Gerhard, wir haben ja heute ein sehr heißes Wetter und es ist auch ein sehr heißes Thema im Prinzip. Und viele Leute sind irritiert, wenn ich zum Beispiel jetzt auf meinem Kanal auch mal darüber spreche. Wir haben diese Antideutschen, die haben halt so mal krasse Meinungen, die sind wirklich richtig, also zum Beispiel antideutsch rassistisch und wollen, dass die Deutschen verschwinden und so. Es gibt Leute wie diese Julia Schramm, die habe ich mal ein Video gemacht, die bei der Amadeo-Antonio-Stiftung arbeitet, die auf ihrem Twitter-Kanal eben sagt, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris, feuerfrei. Ne, also die sich da über diese Vernichtung von Dresden lustig macht, die das feiert, die zum Beispiel auch an anderer Stelle geschrieben hat, heute sind wir Kanzleramt, morgen brennt das ganze Land. Ne, und das ist ja alles so lustig und das ist ja alles nur humorvoll gemeint. Ist es wirklich so lustig, ist es Humor oder worum geht's dabei wirklich? Nee, das glaube ich nicht, dass es nur lustig gemeint ist. Also sie spielt damit, das ist so eine Ambivalenz da drin. Und so wie es da steht, ist es erstmal nicht lustig, weil darüber kann man gar keine Witze machen. Über Bomber Harris, der eine ganze Stadt oder mehrere Städte mit Zivilisten sozusagen abgefackelt hat, der hunderttausende Menschen auf dem Gewissen hat. Man stelle sich vor, wir als Deutsche würden solche Scherzchen mit dem Holocaust machen. Ja, da würden wir sofort alles verlieren, unseren Ruf, unsere Existenz, alles. Aber mit dem Verbrennen bei lebendigem Leibe von Hunderttausenden von Zivilisten, von deutschen Zivilisten, da kann man anscheinend Scherzchen machen. Oder umgekehrt gesagt, oder ehrlich gesagt, natürlich kann man damit auch keine Scherzchen machen. Ja, das geht gar nicht. Und jeder andere wäre für so eine oder für mehrere solche Entgleisungen hochkant rausgeflogen. Aber diese Frau Schramm arbeitet meines Wissens weiter in einer sogenannten gemeinnützigen Stiftung, die vom Steuerzahler, vom deutschen Steuerzahler mit Hunderttausenden Euro, wenn nicht Millionen, unterstützt wird. Das heißt, der deutsche Steuerzahler zahlt über diese Amadeo-Antonio-Stiftung, bei der diese Frau arbeitet, seine eigene Verächtlichmachung und Entmenschlichung finanziert er selber mit, der deutsche Steuerzahler. Ich meine, das sind ja Verhältnisse, da wären eigentlich gleich mehrere Rücktritte fällig. Einmal von dem Bundesjustizminister Heiko Maas, der also diese Stiftung unterstützt mit zum Beispiel Vorworten für ihre Broschüren, der sie eingebunden hat in seine sogenannte Internet-Taskforce. Aber die bei Kongressen auch mit beieinander sind, da gibt's Fotos, ja, wo die Kahane direkt wegen dem Maas steht, die Taskforce über die Arvato, die Firma von Bertelsmann und so weiter, da hängen die sehr stark zusammen, ne? Dann die Bundesfamilienministerin Schwesig. Ah ja. Finanziert die Stiftung auch mit, auch Rücktritt, ja. Wenn wir ein normal funktionierendes Land wären, in dem tatsächlich das Volk der Souverän wäre, wie uns immer eingeredet wird, wären diese Leute schon weg, von der Amadeo-Stiftung selber mal ganz abgesehen. Mhm. Ja, der müsste man natürlich erstens die Gemeinnützigkeit entziehen, zweitens die Zuschüsse und Fördermittel entziehen und drittens auch die sonstige persönliche Unterstützung entziehen. Mhm. Vielleicht sollten wir auch nochmal kurz zurückrollen und auch, dass die Leute, die quasi noch davon irritiert sind, auch von diesen Themen und so denken, was erzählt der hier und das kann ja nicht alles nicht so schlimm sein und so weiter. Vielleicht erst nochmal zu dir, für die Leute, die es nicht wissen. Du hast ja, sag mal, früher im Mainstream gearbeitet, dann dich aber später mit den Themen beschäftigt, die natürlich sehr unpopulär sind, also RF, dann Mondlandung, 9-11, Mord an Jörg Haider oder Tod von Jörg Haider, ne, um mal bei den offiziellen Bezeichnungen zu bleiben, NSU, Terroranschläge generell, False Flag und so. Und auf deinem YouTube-Kanal hast du, gerade ab dem letzten Monat habe ich gesehen, dich halt sehr viel mit diesen antideutschen Themen beschäftigt. Ich lese mal kurz ein paar Überschriften vor. Also wir haben zum Beispiel Kritiker Steuerbetrug bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, haben wir gerade schon angesprochen. Weitere Hasskommentare aufgetaucht, auch bei dieser Stiftung. Enthüllt, Amadeo-Antonio-Stiftung, Tarnorganisation des Verfassungsschutzes. Ich finde Deutschland zum Kotzen. Woher der Selbsthass der Antideutschen?
Oder auch zum Beispiel Vorsicht blond, antideutscher Rassismus im Apothekenblättchen, Baby und Familie. Ne? Also wie kam es dazu, sag mal, nach diesen großen Themen und nach diesen großen auch Truther-Themen, die du quasi hattest, dass du dich jetzt auch quasi in dieses Thema mit so reingestürzt hast? Ja, der antideutsche Rassismus ist ja auch ein großes Thema, wenn nicht sogar eins der allergrößten in unserem Land. Ja. Und eigentlich fing es mit der Migrationskrise an, mit der sogenannten Migrationskrise, die ich ja dann als einer der ersten als Migrationswaffe beschrieben habe. Und da wurde mir eigentlich klar oder noch klarer als ohnehin schon, dass Deutschland unter einem Angriff steht von außen. Nicht nur Deutschland übrigens. Nicht, dass man mich hier gleich als Superpatrioten darstellt, ja, was natürlich kommen wird, ja, sondern Europa an sich, auch die anderen Länder leiden unter diesem Migrationsangriff. Ja. Mhm. Und daher habe ich verschiedene Dinge neu eingeordnet unter dem Stichwort Feindschaft, feindlich. Ja. Was ist alles feindlich in dem, was wir täglich um uns herum sehen? Was ist immer noch feindlich gegen die Deutschen an sich? Ja. Und da kam ich eben dann vom Hölzchen aufs Stöckchen, denn diese Organisationen wie Amadeo Antonio unterstützen ja diese Migrationswelle. Sie kämpfen ja praktisch um jeden Migranten, der einmal den großen Zeh über die deutsche Grenze gesetzt hat. Ja, im übertragenen Sinne, den zerren sie noch rüber, stellen ihm Anwälte zur Verfügung. Jetzt im übertragenen Sinne beraten ihn, verteilen Broschüren, und so weiter. Das scheint ja generell ein großes Thema zu sein. Also zum Beispiel, wer hat es jetzt kürzlich, hatte ich gelesen, dass Dieter Dehm gesagt hat, er hätte jetzt jemanden über diese Grenze geschmuggelt irgendwann mal. Und lauter so in diesem Bereich halt, es ist fast so wie cool, wenn man die Leute halt rettet, aber in dem Sinne das Gesetz bricht. Und Annetta Kahanen, die Vorsitzende dieser Stiftung, früher ihrem Viktoria bei der Stasi, hat ja solche Sachen gesagt wie, es ist ein, also sie findet es als eines der größten Versagen der deutschen Politik nach der Wiedervereinigung, dass der Osten weiß geblieben ist. Richtig. Und das hat mich natürlich auch sehr interessiert, weil wir kennen ja den Rassismusvorwurf immer Richtung rechts, nach rechts, in Anführungszeichen. Ja. Also jeder, der einen Migranten falsch anguckt, ist schon ein Rassist. Witzigerweise ist das meistens falsch, weil meistens eben keine rassistischen Begriffe benutzt werden. Ja. Also meistens sind die Leute nur kritisch gegenüber der Einwanderung eingestellt, ja. Oder machen sich Sorgen um ihre Rente oder um Sozialleistungen wegen der großen Migrantenwelle, was auch immer. Die werden alle gleich als Rassisten eingeordnet, aber es sind keine rassistischen Begriffe. Ja, aber die Hautfarbe ist ein rassistischer Begriff. Also Frau Kahane, die Vorsitzende dieser gemeinnützigen Stiftung, ist eine der ganz wenigen Personen, von denen ich wirklich rassistische Äußerungen kenne. Nämlich, es sei bedauerlich, dass nach der Wende der Osten so weiß geblieben sei. Weiß, die weiße Hautfarbe ist definitiv ein rassistischer Begriff. Ja? Mhm. Und das heißt also, genau diejenigen, die das ganze deutsche Volk unter rassistischen Generalverdacht stellen, entpuppen sich selber als Hardcore-Rassisten, die sich also mit der Hautfarbe befassen und ob ihnen das gefällt oder nicht, dass so viele Weiße noch da sind oder nicht. Ja? Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ohne jetzt den Rahmen dort zu weit spannen zu wollen, aber einfach mal, weil das können wir jetzt in unserer Kompetenz jetzt nicht so einschätzen, aber einfach von der Sache her, ich erzähle das häufig und sage, dass die Deutschen für mich nicht rassistisch wirken. Also viele sagen einfach, wenn sie so Zuwanderung kritisieren, erstens, dass es unfair ist, dass mit der Politik, also dass die so viel Geld bekommen und unsere Rentner im Stich gelassen werden. Zweitens, dass sie Angst haben wegen der Sicherheitsmaßnahmen. Drittens, dass sie Angst haben wegen der demografischen Entwicklung, die daraus entstehen kann. Und dieser Aspekt, was ja ganz klar nichts mit der Rasse zu tun hat, nichts mit irgendeiner, nicht mal mit der Kultur direkt zu tun hat, sondern einfach mit den Menschen und wie sie sich verhalten, währenddessen dann wieder von solchen Leuten wie Annetta Kahane kommt oder von vielen Grünen auch, Stefanie Berg, ne, die in Hamburg erzählt hat, in Hamburg wird in 20 Jahren, da wird es keine Mehrheit mehr geben und schon gar keine weiße Mehrheit mehr. Und ich sage das ganz besonders hier nach rechts, das ist gut so. Ja, also dass da solche Aussagen von diesen Leuten kommen, würdest du sagen, das ist Projektion? Dass die quasi ihren eigenen Rassismus, ich weiß, wir können das jetzt nicht einschätzen, aber bloß so, es wirkt für mich so von außen, könnte das Projektion sein, dass sie sagen, wir glauben ja so und deswegen werfen wir es den anderen vor? Also das ist eine ganz gängige Propagandataktik, dass man die eigenen Schweinereien immer der Gegenseite unterstellt. Mhm. Das ist also schon, das ist typisch auch für Kriegspropaganda, ja, dass man sagt, ihr habt Giftgas eingesetzt, ihr habt Streubomben eingesetzt, ihr habt Kinder vergewaltigt, ihr habt Babys aus den Brutkästen gezogen und auf den Boden geworfen, ja. Also
alle Schweinereien, das kann man tatsächlich historisch auch nachweisen, meiner Meinung nach, die man selber begeht, ja, oder begangen hat im Krieg, die hat man dem Feind unterstellt und vorgeworfen, was ihn erstens schwächt und zweitens von den eigenen Untaten ablenkt. Ja, mhm. Das ist also eigentlich eine gängige Propagandataktik. Das ist interessant. Vielleicht um die Leute gerade auch mal ein Stück weit mit den, also mal Fakten zu konfrontieren. Vielleicht gerade zu den Überschriften, die ich auch gesagt habe. Vielleicht können wir da auch noch mal einzelne Sachen durchgehen und sagst so ein bisschen die Stichworte noch dazu oder den groben Inhalt, dass die Leute auch noch mal ein Gefühl dafür bekommen, dass das hier nicht nur, sag mal so, unser Bauchgefühl ist, sondern dass sich das auch nachweisen lässt, dieses Antideutschtum vielleicht. Wie schaut zum Beispiel aus mit diesem Vorsicht blond, antideutscher Rassismus in Apothekenblättchen, Bibi und Familie? Was hattest du da zusammengetragen? Ja, das ist ungeheuerlich. Also mir ist da, jeder kennt ja diese Apothekenblättchen. Also da gibt es verschiedene, 3, 4, 5 Stück oder so, die also kostenlos in der Apotheke herumliegen. So nette Gesundheitsblättchen. Auch beim Arzt. Beim Arzt auch. So nette Gesundheitsblättchen, so hell und freundlich aufgemacht und mit Beratungsgeschichten. Was macht man bei Zucker oder bei Kopfschmerzen oder wie gut ist Bewegung und so. Eigentlich relativ flach und unpolitisch. Und da stand plötzlich ein Riesenartikel drin über sogenannte rechte Eltern in der Kindertagesstätte und woran man die erkennen kann. Ja. Und zum Beispiel, also, dass die nett und freundlich sind, dass die sehr gut organisiert sind, dass die Kinder sehr gut erzogen sind. Das ist sehr verdächtig. Ja, schlimme Eigenschaften vor allen Dingen. Sind wahrscheinlich Rechte, dass sich die Eltern engagieren in den Gremien der Kindertagesstätte. Aber das Dickste kommt eigentlich noch. Dazu hatten sie Zeichnungen gestellt von solchen Eltern und die hatten alle blonde Haarfarbe und weiße Haut, ja. Mhm. Also richtig plakativ. Und wie viele Figuren waren das, dass man sagen kann, sonst könnte es ja Zufall sein, ne? Wie nein, es war über die, ich glaube, die Geschichte hatte 6 Seiten und sie war also bebildert mit Zeichnungen von Menschen. Einige waren nur in Schwarz-Weiß und andere Figuren waren farbig ausgeführt. Und da, die hatten alle zum Beispiel blonde Haare und blonde Zöpfe und so, ja. Mhm, also man stelle sich vor, irgendjemand hätte das mit Schwarzen gemacht. Das wäre das Ende gewesen, ja. Diese Schmuddelredaktion, die dieses Heft gemacht hat, Baby und Familie, die hätte ihre Hefte sowieso einstampfen können. Keine Apotheke hätte dieses Heft jemals wieder ausgelegt, das ist ganz klar, ja. Und ja, das ist ungeheuerlich. Ein solcher Fall von Rassismus geht einfach durch, wenn es gegen Deutsche geht, ja. Also würdest du auch sagen, dass dort eben dieser Doppelstandard so grob ist, ich habe ja vorhin diese Sprüche gesagt, ne? Mir scheint es auch so, dass es so gerade sowas dann eben zugelassen wird. Also so Deutschland verrecke, das macht man natürlich, sagt man natürlich noch nicht öffentlich, aber die Kanzlerin nimmt zum Beispiel so eine Deutschlandflagge und gibt die dann weg bei einer Parteifeier zum Beispiel, ne? Und auch dieses andere Verhalten. Also würdest du sagen, du hast es ja gerade schon ein Stück weit gesagt, aber würdest du sagen, so in der Gesamtbetrachtung bei diesen Leuten, dass es sehr häufig wirklich so ist, man hat diesen Doppelstandard, für Deutsche gilt etwas anderes als für Ausländer oder halt Gruppen, die sich nicht mehr als deutsch identifizieren. Würdest du sagen, da gibt es diesen Doppelstandard auch? Ja, auf jeden Fall. Also wir dürfen uns gar nicht mehr kritisch äußern über diese Einwanderer, die ja meistens illegale Einwanderer sind. Und gegen Deutschen gegenüber darf man praktisch alles sagen. Man darf ihnen alles unterstellen, jede Schweinerei sozusagen, ja. Aber wenn man sich das mal genauer betrachtet, die Äußerungen wie beispielsweise Deutschland verrecke oder diese Schramm hat auch noch irgendwas gedichtet von Deutschland darf getötet werden und solche Dinge, ja. Da habe ich mich gefragt, ja, kann das wirklich originär aus einem Deutschen stammen, so eine Haltung? Mhm. Ja? Viel, viel plausibler wäre es ja eigentlich, wenn man sich das als Haltung eines externen Feindes vorstellen würde, wie beispielsweise im Zweiten Weltkrieg. Also wenn Churchill jetzt gesagt hätte, Deutschland verrecke, hätte sich wahrscheinlich keiner gewundert. Ja. War ja praktisch sein Job. Ja. Mhm. Und daher habe ich auch weitere Videos oder Geschichten zu der Frage geschrieben, woher kommt dieser deutsche Selbsthass? Kann der überhaupt sozusagen endogen sein, ja, aus dem Inneren heraus? Und bin zu dem Schluss gekommen, dass nein, weil kein Baby zum Beispiel, das auf die Welt kommt, würde mit Selbsthass auf die Welt kommen, sondern dafür bedarf es einer weiteren Einwirkung von außen, ja.
Irgendwer muss dem Baby klar machen, du bist nicht toll, du bist hässlich, du bist dumm, du bist frech oder sowas, ja. Mhm. Und du bist nichts wert. Und dann wird es das erst in einem weiteren Schritt irgendwann verinnerlichen, sodass so ein Selbsthass zustande käme. Aber ich brauche diese Außenseite und diese Außenseite gibt es meiner Meinung nach auch hier. Mhm. Na gut, kann man ja auch Argumente für bringen. Also was fällt mir zum Beispiel ein, eine Sache, die ja wir uns ja schon so gewöhnt haben oder wir jetzt vielleicht nicht mehr so ertragen müssen, wenn wir nicht mehr Fernsehen schauen oder so, aber die ganzen Nazi-Geschichten, die ja oft das Deutschtum nur so ausgebreitet wird. Also es vergeht ja keine Woche, in dem nicht wieder irgendwas über Nazis halt gesendet wird und wie schlimm die waren und dass die halt alles nur, dass sie auch dieses Deutsche so repräsentieren. Ja, und wir müssen uns immer wieder verneigen und immer wieder selbst geißeln und alles ganz schlimm und so. Und das eben nicht mit den Nazis, sondern immer so dieses, es steckt halt irgendwie in den Deutschen drin. Ich denke mal, das ist so ein Punkt vielleicht. Das ist eben auch einer dieser umgedrehten Vorwürfe. Denn wenn man sich mal anschaut, wie mit welchem Hass, mit welchem Rassismus diese Antideutschen beispielsweise über Deutschland reden und was sie alles für Meinungsbeschränkungen beispielsweise installieren wollen, für Gängelung, für Gleichschaltung, dann sind das die Nazis. Ja, das sind solche faschistischen Standpunkte und Verfahrensweisen, die man permanent uns unterstellt. Ja, und noch was, ich meine, die sogenannten Nazis, was heißt denn das? Das kommt ja von dem Wort Nationalsozialist. Mhm. Also Moment mal, ihr lieben Linken, würde ich da mal sagen, die Nazis, das waren erstmal Sozialisten, ja. Und das haben die komplett vergessen. Ne? Das also der Staat, der Nazi-Staat, hatte ja viele sozialistische Aspekte. Mhm. Ja? Diese BDM-Mädchen, die Jugendorganisation, das alles gab es dann später ganz ähnlich, fast gleich in der DDR, mhm. nicht in Westdeutschland. Ja? Ja. Solche staatlichen Jugendorganisationen und solche Dinge. Ja? Und dafür sind die anscheinend zu beschränkt für so eine geschichtliche Perspektive. Ja, das hatte ich auch schon häufig versucht mal zu besprechen und da wird sich auch immer ganz gerne rausgeredet. Aber im Endeffekt passt das auch wiederum zu, sag mal, Hitlers Querfrontansatz, beide Seiten zu vereinen, so rechts und links zu vereinen, indem man einerseits sagt, man ist sozialistisch und auf der einen Seite national. Also passt eigentlich in dem Sinne, ist es auch wieder konsistent. Nur den heutigen Sozialisten oder den heutigen Linken kann man das halt häufig nicht vermitteln. Dass das, dieser Sozialismus sich darin widerspiegelt. Sozialismus ist für mich eben, egal, ob man jetzt heute das heutige System als Sozialismus betrachten würde, weil da sehe ich auch viele Elemente, riesig hohe Staatsquote, ewig viele Regulationen, ne, und hohe Steuern und so. Aber damals ja noch umso mehr mit diesen ganzen staatlichen Organisationen und so weiter. Das war ja da offen, nicht wie heute so versteckt, sondern da war es ja noch offen. Das heißt, man könnte schon einen Fall auch dafür machen, dass es dort durchaus einen Sozialismus gab, oder sozialistische Aspekte. Also sie haben sich selber so genannt. Mhm. Ja, und der Staatsbürger hieß damals eigentlich nicht Staatsbürger, sondern Volksgenosse, ja? Mhm. Liebe Genossen, wollte ich nur mal dran erinnern, ja? Stimmt eigentlich. Vielleicht sollten wir noch weitere Punkte, um die, sagen wir, die Leute, die auch argumentieren werden, es gibt keine Antideutsche, immer, die es immer noch sagen. Du hattest zum Beispiel auch ein Video, ich finde Deutschland zum Kotzen. Woher kommt der Selbsthass der Antideutschen? Was war da so die Untersuchung, die du dort gemacht hast? Ich habe das schon ein bisschen angesprochen. Also ich habe einfach versucht, herauszufinden, wie Selbsthass entstehen kann, mhm. und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass niemand den Selbsthass mit auf die Welt bringt, ja, sondern er braucht dafür eine externe Quelle, die ihm das rein einredet, mhm. ja, dass er nicht liebenswert sei, nicht gut, nicht intelligent, nicht moralisch und so weiter, solange ihm das vorbetet, wie man das ja den Deutschen vorbetet seit 60, 70 Jahren, ja, bis er selber glaubt, dass er nichts wert ist, mhm. ja. Und das ist für mich die Quelle dieses Selbsthasses, die extern ist. Sie kommt eigentlich letztlich gar nicht von einer Annette Kahane Stiftung oder von einer Julia Schramm, sondern das kommt von den ehemaligen Kriegsgegnern. Das ist verlängerte Kriegspropaganda. Ja. Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Der Feind ist nichts wert. Das ist ein Faschist, ein Mörder, ein Betrüger. Das sind alles sozusagen Kriegspropaganda. Topoi, ja, oder Motive, ja. Und am besten, wenn der Feind das noch selber glaubt, ne? Da übrigens ein wichtiger Punkt und eine wichtige These auch, die ich gerne, deine Meinung zu hören würde. Es gibt auch Leute, die quasi das so argumentieren, dass Angela Merkel, so wie sie sich jetzt verhält, quasi nicht als deutsche Kanzlerin betrachtet werden sollte, sondern eher als eine Art feindlicher General, der den Bundeskanzler hier mient,
mimt aber währenddessen quasi als feindlicher General hier die Zerstörung Deutschlands von innen quasi bewirkt. Wie würdest du zu dieser These stehen? Ja, aus ihrem ganzen Verhalten kann man ja gar nichts anderes folgern. Angefangen bei dem Ekel vor der eigenen Flagge, der eigentlich für einen Rücktritt schon reichen würde, über diese Migrationskrise oder den Einsatz oder die Duldung dieses Einsatzes der Migrationswaffe gegen Deutschland bis hin zu ihren gesamten Sabotageakten, die sie begeht, ja. Da würde ich mal anführen, beispielsweise die Energiewende, ja, die also unser Stromsystem, unser Energiesystem komplett zum Kippen bringt, ja. Dann, das muss man vielleicht kurz erklären, weil viele Leute werden dann denken, was hat denn jetzt der Wisniewski, ist der bezahlt von der Energielobby oder so? Es geht ja darum, dass man als Land so strategisch das gesehen... Das wäre nicht schlecht, da hätte ich nichts dagegen. Aber wenn man als Land strategisch gesehen, dann braucht er die Energie, um sich selber zu versorgen. Ja, zum Beispiel um im Winter zu heizen. Das ist ja auch eine Energieform, die Wärme, ne? um die Maschinen am Laufen zu halten. Wir sind ja eine Industrienation, brauchst du unbedingt. Ne? Auch um die ganzen Computer, für die Entwickler, für YouTube, für was weiß ich, Server auch in Deutschland. Dafür brauchst du die Energie. Und wenn du quasi Energieproduktionsquellen hast, die weniger effizient sind, die nicht genug Strom liefern, dann bist du immer dafür abhängig, dass jemand von außen das beliefert. Ne? Wenn du das quasi, wenn du einen immer abhängiger machst von außen, dann ist es eine Sabotage von sich selber. Die Energieversorgung ist ja ein strategisches Moment, ja, in einem Staat. Das ist ja ein zentrales strategisches System, ist das Energiesystem. Wenn ich das durcheinander bringe oder zum Kippen bringe oder sabotiere, dann ist der Staat erledigt, wenn der Strom beispielsweise dauernd ausfällt und solche Dinge, ja. Und das wurde eben erreicht durch die Einführung unberechenbarer Energiequellen wie Windenergie, Sonnenenergie, die mal Energie liefern und mal nicht. Also eine unberechenbare Energiequelle, sage ich eigentlich immer, ist praktisch keine Energiequelle. Mhm. Warum nicht? Weil man den Ausstoß dieser Energiequelle immer gleichzeitig konventionell bereitstellen muss. Nochmal mit einem Kraftwerk, weil man weiß ja nicht, ob diese Energie nun kommt oder nicht. Ja. Die Energiespeichermöglichkeiten sind einfach gerade technologisch noch zu gering, ne, weltweit. Ja. Also man könnte nicht irgendwie für das ganze Land die Energiereserven für nicht mal für eine Woche irgendwo speichern. Da bräuchtest du jetzt noch Türme von Türmen von Türmen rein mit Akkus gestapelt. Und was ebenfalls sehr schlimm ist, ist die ganze Berechnung dieser ganzen Geschichte. Also das Management von völlig unberechenbaren Energiequellen und diese unberechenbaren Energiequellen in das ganze riesige, komplexe System einbinden, ja. Also das bringt das System an den Rand des Zusammenbruchs. Und es hat den Strom also wahnsinnig viel teurer gemacht, ja. Dann gibt es irrsinnige Programme wie Bioenergie, also, oder Biogas, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele tausend Bauern inzwischen solche Biogasanlagen haben, die sehr gefährlich sind. Also wenn die kaputt gehen, können die alles verseuchen oder können auch explodieren, abbrennen, sowas, glaube ich, ja. Oder sieh dir mal die Felder an, da wird plötzlich nichts mehr angepflanzt, sondern sie werden mit Solarzellen zugelegt, ja. Also hier geht es auch um die Nahrungsversorgung, die deutsche Landwirtschaft, ja. Das wird uns ja sowieso schon jahrelang erzählt. Damit sind wir bei der nächsten zentralen Ressource für dieses Land, ja. Und es gibt einfach Bereiche, da kann man nicht sagen, es macht nichts, kaufen wir von außen. Nein, das geht nicht, ja. Mhm. Sondern ein Land muss auf bestimmte Weise in bestimmten Bereichen autark sein, ja. Sonst ist es eben gefährdet gegenüber Angriffen, nicht mal mit Waffen, sondern alles kann zur Waffe werden heutzutage. Sanktionen sind dann quasi die stärkste Waffe, ja, in dem Falle. Ja, natürlich. Wenn du autark bist, dann wirken auch Sanktionen für dich gegen dich viel schwächer. Aber wenn du nicht autark bist, sondern wenn du sehr abhängig bist, dann sind Sanktionen der Todesstoß. Richtig, ja, eben. Und das heißt, man könnte dann aufhören, den deutschen Strom zu liefern oder Nahrungsmittel zu liefern. Oder. Und da sehe ich, dass Frau Merkel da gut unterwegs ist. Und ich bezeichne das immer als Merkelismus. Das klingt jetzt komisch oder es klingt trivial. Aber Merkelismus meine ich im Hinblick auf den Maoismus. Ah, ja. Also dieser chinesische Staatschef, das war ja ein im Prinzip reiner Irrer, der Millionen Chinesen das Leben gekostet hat durch irrsinnigste Programme. Also das ging so weit, dass er zum Beispiel alle Chinesen aufgerufen hat, alle Spatzen zu töten. Ja, also die haben wirklich dann Spatzen vom Himmel angelockt und totgeschlagen. Ja,
oder es wurde zur Denunziation aufgerufen. Dann wurden riesige Umsiedlungsprogramme organisiert, sodass alle Leute entwurzelt wurden. Es kam zu Hungersnöten. Das heißt, Mao war ein reiner Saboteur in China und Merkel ist dasselbe in Deutschland. Würdest du sagen, dass Mao quasi auch ausländische Auftraggeber hatte? Weil bei Merkel wirkt es ja so, als ob man da durchaus versucht hat, Deutschland fertig zu machen, um zum Beispiel die Konkurrenz auszuschalten. Also Mao ist ja erzogen worden in, glaube ich, britischen Schulen. Ja. Ah, okay. Also viel mehr muss man eigentlich gar nicht mehr wissen und sich dann noch sein Verhalten anschauen. Also Mao war selber eine Waffe gegen China. Ja. Und Merkel ist definitiv aus meiner Sicht eine Waffe gegen Deutschland. Ja. Und auch, dass sie diese Migrationswelle, das ist ja auch eine existenzielle Ressource eines Landes, sind seine Grenzen, sein Staatsgebiet. Ja. Und wenn ich das sozusagen herschenke, dann bewege ich mich ganz nahe an dem, was man Hochverrat nennt. Ja. Oder sagen wir auch innerer Friede als Ressource. Ja. Weil wenn wir hier quasi, man kann sich schwerer verteidigen, wenn man den Feind noch mit im Inneren und von außen hat zum Beispiel. Ne? Währenddessen, wenn man eine innere Geschlossenheit hat und eine innere Homogenität, sagen wir jetzt mal bloß kulturell, hat, beschränken wir uns mal auf die Kultur und sagen, eine kulturelle Homogenität, wo man sagt, wir stehen füreinander ein, das ist ja damit auch mehrere Weisen zerstört. Dass sie die Deutschen gegeneinander aufgehetzt haben, das ist ja schon seit Jahren so, auch durch diese ganze antideutsche Propaganda, Selbsthass. Aber wenn man jetzt noch zusätzliche Leute, die quasi jetzt so gar nicht kompatibel sind, die im Schwimmbad quasi grapschen, die vergewaltigen, um jetzt mal die negativsten Beispiele nur zu nennen, dann hast du auch diesen inneren Frieden nicht mehr. Ne? Nein, sondern wir reden hier von Zersetzung. Ich zersetze das Volk auf verschiedenen Ebenen, ja, durch Einwanderung, durch massenhaft fremde Kulturimporte, ja, musikalisch, künstlerisch, sonst wie, ja. Und Zersetzung, das nennt man ja auch Dekadenz, ja. Mhm. Und Dekadenz oder Decay heißt im Englischen Verwesung. Oder Verwesung, genau. Das Staatswesen hier ist am Verwesen, ja. Das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge. Ich habe sogar das Gefühl, eher, wenn man es noch mit einem anderen Bild bezeichnen möchte, der Staat, man steuert ja so ein bisschen von oben oder die Regierung steuert von oben wie das Gehirn und für mich ist es so ein bisschen wie, als ob man einen Gehirntumor hat und dieses verfallene Gehirn sozusagen schädigt dann aber den ganzen Körper auch noch mit dadurch. Also haut sich plötzlich selber und kratzt sich irgendwie wund oder ja, so. Ja, man kann es auch mit dem Immunsystem vergleichen, was sich plötzlich gegen den eigenen Körper richtet. Genau. Ja, also eine Autoimmunerkrankung ist das, ja. Ich löse die Grenzen auf, ich lasse reihenweise fremde Wesen in den Staat hinein. Ich lasse überhaupt alles rein, was mir schadet. Und nicht nur das, als Antideutscher fange ich noch an, gegen mein eigenes Volk und gegen meinen eigenen Staat zu arbeiten. Wie irre ist das denn? Mhm. Ja, ich meine, diese Antideutschen, möchte ich nur mal bemerken, werden sich in 10, 20 Jahren, wenn der deutsche Staat weiter so zerstört wird wie zurzeit, dann werden die sich mal umgucken, wo ihr Hartz IV herkommt. Wo die Arbeitsplätze eigentlich geblieben sind, ja, dann bleiben vielleicht auch die Demonstrationsgelder aus von irgendwelchen Landesregierungen, ja. Also dann geht es massiv an die Sozialleistung. Wenn der Staat zerfällt, ist das ja ganz klar, ja. Mhm. Und denkst du, dass sie diesen Weitblick nicht haben, dass sie quasi das nicht? Also ich meine, meine Antwort ist, sie haben ihn nicht, aber warum haben sie ihn nicht? Also ein Mensch, der sich selber sozusagen auflöst und sein Volk, das ihn ja trägt. Ja. Ja, finanziell zum Beispiel, über Sozialleistungen. Jemand, der das bekämpft, wie soll man den beurteilen? Ja, ist das jetzt schon ein psychiatrischer Fall? Ja, also es geht schon in diese Richtung von Selbstzerstörung. Das kennt man ja in der Psychiatrie. Mhm. Diese Phänomene von Selbstverletzung, Selbstzerstörung bis hin zum Selbstmord. Ja, und da kann ich nur sagen, das sind schwer bedauernswerte Figuren. Mhm. Und man sollte ihnen nicht die Verantwortung geben, weil sie weder für sich selber gut entscheiden können, noch für andere. Natürlich nicht, jedenfalls nicht für andere Deutsche. Ja, ja. Für andere ausländische Kräfte entscheiden sie natürlich richtig, weil sie ja sozusagen für deren Interessen arbeiten. Mhm. Ja? Der Zweite Weltkrieg hat ja nie aufgehört. Er geht immer noch weiter und kommt jetzt in eine neue, intensivere Phase. Und muss man vielleicht auch noch kurz sagen, also zum Beispiel, was es für Deutschland gilt, ne, mit der Besatzung, das ist ja nicht was wir jetzt nur erfinden, sondern das hat ja Schäuble auch gesagt, Gabriel, glaube ich, auch gesagt, ne, und das Bundesverfassungsgericht hat es auch festgestellt. Ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Und wir in Deutschland sind
seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. So haben wir bis heute keinen richtigen, rechtlich, völkerrechtlich bindenden Friedensvertrag für Deutschland haben. Das ist richtig. Deutschland ist kein souveränes Land und befindet sich immer noch eigentlich im Nachkriegszustand. Also es ist ja nicht Verschwörungstheorie oder irgendwas. Deutschland ist noch ein besetztes Land und es steht auch im Grundgesetz so drin. Ja, klar. Ja, also mit dem Paragraphen, der immer noch zur... Ja, Deutschland hat sogar nicht mal mehr ein Staatsgebiet. Also keins in der Verfassung... Besser gesagt, im Grundgesetz definiertes Staatsgebiet. Das wurde abgeschafft mit dem 2+4-Vertrag um 1990 herum, unter anderem mithilfe von Herrn Schäuble, wo man die Definition des deutschen Staatsgebietes rausgenommen hat und ersetzt hat durch eine Verpflichtung für die Europäische Union. Also Deutschland ist eigentlich schon eine Beute der Europäischen Union. Ja? Ah, das stand das im Grundgesetz drin? Und es war dann quasi, das ist ja manchmal so, und das ist auch so eine richtig fiese Strategie, finde ich, wenn du, gibt's da mehrere Beispiele für, wenn du einen Paragraphen rausnimmst, gerade aus solchen wichtigen Dokumenten wie im Grundgesetz, und dann durch einen anderen einfach ersetzt. Genau. Und du guckst dann halt rein und denkst, na, warte mal, der ist ja jetzt so, da geht's um die EU zum Beispiel. Mhm. Und wenn du sagst, dann ist da einer, der früher das Staatsgebiet war, weißt du gerade, welcher das ist? Ich glaube 21. Also da wurde das deutsche Staatsgebiet definiert über die Bundesländer. Mhm. Ja. Und die Außengrenzen der Bundesländer zu den anderen Staaten sind natürlich die Außengrenzen Deutschlands gewesen. Mhm. Und das wurde dort komplett rausgenommen, inhaltlich verändert und in die Präambel verschoben, so dass es so aussieht, als wäre das ja noch drin. Ja. Mhm. Nur die Präambel ist beispielsweise nicht rechtsgültig in einem Vertrag oder in einer Verfassung, sondern sie formuliert eher so ein bisschen den Geist, ja. Kontext. Ja, und ist nicht rechtsgültig, und aber auch inhaltlich wird das deutsche Staatsgebiet da nicht mehr definiert. Und der Artikel selber wurde ersetzt durch einen Artikel, den man heute Europa-Artikel nennt, wo also das deutsche Staatsgebiet verschwindet und dafür eine Verpflichtung eingebaut wurde, also für die Europäische Union zu arbeiten und im Sinne der Europäischen Union zu handeln, so ähnlich. Mhm. Ja. Und das heißt, man ist kräftig dabei, Deutschland aufzulösen. Wenn man das sogar von der Logik her zusammenbringt, diese zwei Artikel oder diese Auflösung, könnte man ja fast vermuten, dass jemand Interesse daran hat, eben, dass sich Deutschland auflöst und dann eben Teil von nur einer EU wird oder also Vereinigten Staaten von Europa. Ja, Deutschland hat damit im Prinzip schon sein Staatsgebiet verloren und fällt praktisch als Beute der EU zu, rein rechtlich oder verfassungsrechtlich gesehen. Ja, oder gewohnheitsrechtlich oder wie Gewohnheit ist natürlich immer noch was anderes. Da kann man nicht einfach sagen, oh ja, übrigens, Deutschland ist aufgelöst und wir kommen jetzt hier alle rein und es verschwindet. Ja, aber umsonst wurde die Operation bestimmt nicht durchgeführt, ja, ja. Sondern man erkennt an dem Vorgehen die Absicht. Man sieht genau, also der ist jetzt nicht irgendwie unter den Tisch gefallen, der Paragraph, sondern es wurde ganz klar hier eine Strategie verfolgt und umgesetzt. Mhm. Guck mal nochmal zu der Amadeo-Antonio-Stiftung, weil du zu der auch mehrere Sachen gemacht hast, um das den Leuten auch nochmal nahezubringen. Viele haben es ja schon gehört, das ist auch schon durch viele alternative Medien durchgegangen. Aber du hast ja auch ein paar neue Sachen aufgedeckt. Vielleicht schauen wir mal zu der Steuerbetrugssache, zu der Verfassungsschutzsache und die Petition vielleicht noch. Also Steuerbetrug, wie sieht's da aus? Also das war eine Frage, die nicht von mir ursprünglich gestellt wurde, sondern von einem Steuerberater, der auf dem Internet über das Thema schon geschrieben hatte, ob es sich da um Steuerbetrug handeln könnte. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, diese Amadeo-Antonio-Stiftung ist gemeinnützig tätig. Müsste also theoretisch dem Gemeinwohl dienen. Richtig, theoretisch, ja. Und damit sind ja bestimmte Steuervergünstigungen verbunden. Und zum Beispiel kann man Spendenquittungen bekommen, wenn man denen Geld spendet. Aber sie selber wurden auch befreit von der Gewerbesteuer, glaube ich. Ja. Und dann ist es auch nochmal ein eigenes Thema, was ist mit den Gewinnen eines solchen gemeinnützigen Vereins oder einer gemeinnützigen Stiftung? Und da hat dieser Steuerberater eben herausgefunden, dass diese Amadeo-Antonio-Stiftung nicht nur sehr viel Geld angehäuft hat, nämlich Millionen, zwischen 1 und 2 Millionen, sondern auch Darlehen vergeben hat aus diesen Gewinnen oder aus diesem Vermögen, aber nicht sagen will, wem, ja, und an wen und solche Dinge. Und
Das ist natürlich alles sehr brisant und heikel. Und da so kam auch diese Frage zustande, ob sie überhaupt diese Bedingungen noch erfüllt für diese Steuerbegünstigung. Ja. Oder anders gesagt, es wäre natürlich Steuerbetrug, wenn ich vortäuschen würde, diese Bedingungen für Steuerbefreiung zu erfüllen, sie aber gar nicht erfülle. Mhm. Ja. Und so kam, glaube ich, dieser Verdacht zustande. Das ist nur ein Verdacht, eine Frage. Und dieser Steuerberater hat auch dort angefragt, also wem gibt ihr denn diese Darlehen? Und sie haben dazu nicht geantwortet. Ja. Mhm. Und dann kann ich nur sagen, hallo Finanzamt. Ja, also ich, bei mir und jedem anderen Kleinunternehmer, da stehen die Jungs ganz schnell auf der Matte, ja, und wollen alles, alle Belege und alles sehen. Und was ist denn eigentlich hier? Hier ist ein Verein, der gegen Deutschland hetzt, denselben, also aus meiner Sicht sehr nahe sich an der Volksverhetzung bewegt, ja, und der darf steuerbegünstigt arbeiten. Das kann es ja wohl nicht sein, mhm. Ja. Man möchte fast denken, dass da vielleicht eine schützende Hand gibt, die sich darüber hält. Ne? Das wäre jetzt wieder Spekulation. Andererseits gibt es ja direkte Verbindungen zu Heiko Maas. Die Frage ist nur, ob er seine schützende Hand darüber halten würde oder nicht. Es gibt Verbindungen zu diesen Ministerien. Die Bundesfamilienministerin Schwesig, SPD, fördert diese Amadeo-Antonio-Stiftung. Verdeckt hattest du auch eins. Verdeckte Wahlkampffinanzierung mit Meinungsbekämpfung mit Amadeo-Antonio-Stiftung, ja. SPD. Man darf ja nicht vergessen, die SPD zahlt den Laden zum Teil. Also Millionen fließen da für Projekte und ähnliche Sachen aus dem SPD-geführten Familienministerium. Mhm. Ja. Mhm. Und was passiert jetzt? Was machen die mit dem Geld? Sie bekämpfen im Prinzip konservative Meinungen. Ja. Sie diffamieren konservative Meinungen als rechts, als rassistisch, als rechtsradikal. Kampf ja? gegen rechts. Sie führen den Kampf gegen rechts, ja. Und damit sind sie nur ein verlängerter Arm der SPD, ja, indem sie konservative Meinungen ständig verleumden und als rassistisch darstellen, bekämpfen sie eigentlich konservative Meinungen unter anderem auch der Union, insbesondere der CSU. Die lassen sich jetzt alles gefallen. Mhm. Dass die SPD ihre eigenen Feinde bezahlt, dieselbe SPD, mit der sie in einer Regierung sitzen. Ja, also wie krank ist das denn? Ah, also könnte man in der Weise auch so ein bisschen, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, sag mal, wenn man eine Organisation bräuchte, die gegen andere Meinungen Stimmung macht, die vielleicht auch noch an dem richtigen Hebel sitzt, um dort halt zum Beispiel in Facebook Sachen zu zensieren oder so, die, sag mal, so wie Hitman gegen bestimmte Gruppierungen, also auf der propagandatechnischen Ebene arbeiten, braucht, dann wäre es also optimal, an die Amadeo-Antonio-Stiftung gehen, denn sie ist ja so angesehen, denn sie ist auch noch gemeinnützig, ne? Das heißt, das ist auch nochmal fürs Prestige gut und sie hat offensichtlich einen Schutz, dass sie halt das alles machen darf und dann noch der Verfassungsschutz oder irgendwem noch nicht bei ihnen angeklopft hat. Also sie arbeitet ja unter dem Mantel des wahren, schönen, guten. Wir wollen ja nur das Gute und die bösen Nazis bekämpfen, ja, und das kann ja einfach nur gut sein, ja, dass der Topf, in dem diese Nazis sich befinden, inzwischen fast das ganze oder halbe Land umfasst, das wird dabei also beiseite geschoben, dass sie ja sowieso schon fast jeden zweiten als Nazi empfinden oder Rassisten oder Rechten. Mhm. Ja. Und sie versuchen damit, konservative Meinungen eigentlich auszumerzen. Sie haben auch eine Broschüre gemacht, da ist ein ganzer Katalog drin von 13 oder 14 Punkten, was Rassismus wäre. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt unterscheidet zwischen wir und sie, also wir, die Deutschen, und sie, die Migranten, das ist schon Rassismus. Ja. Mhm. Und da wird der Rassismusbegriff also gewaltig erweitert. Und das Einzige, was ich habe nur einen Punkt in diesem 13- oder 14-Punkte-Katalog zum Thema Rassismus gefunden, der mir auch widerstrebt hat. Wenn man also Menschen, Migranten zum Beispiel mit Insekten oder Parasiten oder sowas vergleicht, ja. Da würde ich also auch, das würde ich sehr kritisch sehen, ja. Aber alles andere war nichts weiter als eine mutwillige Erweiterung, fast schon eine paranoide Erweiterung des Rassismusbegriffes. Das ist vor allen Dingen krass, fällt mir gerade auf, wenn man so extreme Sachen zusammenpackt mit so simplen Sachen oder so
Unschuldigen sagen fast. Wenn man sagt, wir und die, das ist ja, das hat nichts mit Rassismus zu tun, das ist einfach nur eine, weißt du, so wie du und ich. Da müsste man schon die halbe Bundesliga unter Anklage stellen, weil wenn ein Fußballverein kein Wir mehr haben darf und kein Sie mehr sehen darf, hat er keine Identität mehr, dann kann er auch nicht mehr Fußball spielen. Dann wieso die halbe? Das ist die komplette. Ja, dann können sich die Mannschaften auf dem Spielfeld vermengen und umarmen und ein Trinken gehen, ja. Und dann schießen sie doch aufs eigene Tor und so weiter, weil wir sind ja alle irgendwie wir. Das löst sich dann alles auf, wenn wir nicht mehr in wir und sie denken dürfen. Ne? Also ich kann nur sagen, das ist paranoid, das ist krank. Ja. Vor allem, das ist krass, das ist so harmlos. Und dann auf der anderen Seite hast du halt dieses Parasiten, was ja wirklich richtig, also das sagt man ja schon mit einem Widerstreben. Ich habe auch immer gesagt, diese Migranten sind nicht die Täter, die sind auch nicht schuld, die werden benutzt als Waffe. Sie haben genauso wenig ein Recht auf Heimat wie wir. Sie wurden vertrieben durch amerikanische, französische Bomben, ja, jedenfalls anfangs. Die wirklich Flüchtlinge sind. Richtig, die wirklichen Flüchtlinge, ja. Und wir werden sozusagen vertrieben durch den Migrantenschwall, der hier hereinstrebt. Und sie wurden aber auch, sie wurden nicht nur vertrieben, sie wurden auch angelockt durch Lockrufe von Frau Merkel und anderen, ja. Durch regelrechte Werbekampagnen in Afrika, ja, im Fernsehen und so, durch Gerüchte, in Deutschland kriegt jeder ein Haus und sowas, ja. Ja, auch diese Selfies von Merkel und von Gauck und so weiter, das sind ja alles starke Bilder. Also das ist einfach, also Frau Merkel ist im Prinzip eine nichts weiter als die oberste Schleuserin der Republik, ja, würde ich mal sagen. Psychologisch und propagandistisch, aber auch praktisch. Und juristisch. Juristisch und praktisch. Sie hat die Grenzen aufgelöst für diese, an diesem Punkt vor etwa einem Jahr. Mhm. Ja. Und warum ist die Frau noch im Amt? Das ist ja eine Frage, die sich eigentlich viele stellen. Und ich habe gesagt, das ist unvorstellbar. Sie ist eigentlich ein Zombie, eine Untote der Politik. Ja. Oder sie kann über Wasser gehen wie Jesus. Ich weiß es nicht, aber mit rechten Dingen geht es auf keinen Fall zu. Mhm. Sondern hier gibt es externe Kräfte, die sie da am Leben erhalten, warum sich auch nicht die Union endlich befreit von diesem Wesen, ja, also politisch, ja. Wie wir vorhin auch gesagt haben, wenn sie tatsächlich ein ausländischer General ist, wenn man sie so betrachten kann, einfach bildlich gesprochen, dann sind natürlich diejenigen, die hinter ihr stehen, ihre Co-Generäle oder ihre Auftraggeber oder ihre Commander, daran interessiert, sie weiterhin in dieser Position zu halten. Also das ist ja jetzt nicht so spekulativ, wie es sich anhört. Erstens heißt es ja seit jeher, du sollst sie an ihren Früchten erkennen oder Taten. Und das ist ganz wichtig, dass man hinschaut, ja, was sind denn die Früchte von Frau Merkel? Sie schadet Deutschland am laufenden Band, seit sie im Amt ist. Ja? Ich erwähne auch noch diese Griechenbürgschaften und das alles. Ja, wo ESM also auch. Milliarden im Feuer stehen, deutsche Steuergelder. Also, das ist einfach, spottet jeder Beschreibung, was da abläuft. Ja. Vielleicht noch als abschließenden Punkt, um, sag mal, den Leuten so ein bisschen eine Möglichkeit mitzugeben, wie sie vielleicht, denk mal, die meisten, die es jetzt auch geschaut haben, bis zum Ende werden auch ein Stück weit die Punkte nachvollziehen können, oder das haben sie sowieso schon gedacht. Aber wie können die Leute vielleicht auch, wenn sie, sag mal, mit ihren Freunden und mit Mainstreamern halt argumentieren, wie würdest du sagen, wie können sie da vielleicht rangehen, um sie für dieses Thema zu öffnen? Weil wenn man zu frontal damit rangeht, ist es ja für viele so wie, das kann doch nicht sein. Unsere liebe Mutti, unsere liebe Bundeskanzlerin ist gegen uns. Es gibt Leute, die in Stiftungen sitzen, die so gegen uns arbeiten, die gegen Deutsche hetzen. Es gibt Leute, die auf der Straße sind, die Demonstrationen verhindern, die das Demonstrationsrecht einschränken wollen, sich wie Faschisten verhalten. Das kann doch nicht sein, du spinnst doch. So. Wie kann man vielleicht die Leute da ein bisschen ranführen, also, sensibilisieren? Ich kann nur sagen, Druck erzeugt nur Gegendruck. Mhm. Ja, wenn man versucht jetzt mit sozusagen Brachialgewalt in der eigenen Familie oder unter Freunden dem anderen seine eigene Meinung aufzudrücken, das erzeugt nur Gegendruck und Spannungen, ja. Und das stößt sich ab und man trägt dazu bei, in diesem dialektischen Prozess den Standpunkt des anderen zu verhärten, ja. Wenn man da zu dick einsteigt, ja. Sondern ich rate eigentlich, wenn man spürt, der andere kann damit gar nichts anfangen oder ist vollkommen auf Mainstream-Linie und glaubt alles, was von oben kommt, ja. Dann ist es das Beste, ihn erstmal in Ruhe zu lassen,
ist meine Erfahrung. Ja. Also nicht Druck machen, damit er komplett zumacht, sondern vielleicht später dann wieder. Er bleibt umso entspannter und offener, je weniger Druck man macht und je häufiger er plötzlich von selber mal Schlüsse ziehen kann aus dem Geschehen. Denn das Geschehen arbeitet ja für die Wahrheit. Das alltägliche Wahnsinnsgeschehen um uns herum arbeitet für die Wahrheit, weil es immer mehr Menschen die Augen öffnet. Mhm. Und wenn man dann merkt, da kommt so ein Signal oder mal eine Frage zum Beispiel, ja, dann kann man ja vorsichtig drauf eingehen, aber auch ohne gleich sozusagen den anderen komplett zu umarmen, ja, weil dann wird er auch wieder zumachen. Ne? Mhm. Gerd, war mir wieder eine Freude, mit dir zu reden. Vielen Dank dafür. Wir weisen vielleicht gleich mal drauf hin, da haben wir ja deine zwei Bücher stehen, deine Buchreihe. Im nächsten Jahr kommt dann wieder neu raus. Das eine ist das, sag mal, was sich mit den allgemeinen Nachrichten beschäftigt, ne? Verheimlicht, vertuscht, vergessen. Und das andere ist ungeklärt, unheimlich, unfassbar, was sich mit, was ist das Kriminalfälle? Die größten, ja, zweifelhaften Kriminalfälle des letzten Jahres, das haben wir ein bisschen ausgekoppelt aus diesem Buch, ja. Mhm. Und das sind wirklich sehr, sehr spannende und brisante Sachen drin, und ja, würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen interessiert. Was ich auch gerne noch sagen würde, ich bin jetzt auch 2-3 Mal live unterwegs, also einmal beim großen COP-Kongress. Mhm. Wann? Am 1.2. Oktober in Stuttgart. Und ich glaube, 29. Oktober ist die Kompakt-Konferenz von dem Nachrichtenmagazin Kompakt, wo ich auch zu Gast sein darf. Und da bitte auf die Website von Kompakt schauen. Den Ort weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Mhm. Schöne Möglichkeiten, dort auch Gerd Wisniewski direkt vor Ort zu begegnen. Ansonsten seine Bücher hier. Schaut auch auf seinen Kanal auf YouTube und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Programm mit einer Spende unterstützt, wenn ihr das Video teilt und verbreitet und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.